Die Angst geht um. Angst vor Mai 2011. Ab dann nämlich dürfen fast alle Arbeitnehmer der EU überall arbeiten, auch in Deutschland. In manchen Branchen fürchten sie deshalb knallharte Konkurrenz von Billigarbeitern aus östlichen Nachbarländern. Da schlägt die Stunde des umstrittenen Mindestlohns. Sogar Arbeitgeber sehnen sich plötzlich danach, etwa in der Zeitarbeitsbranche. In anderen Branchen allerdings haben sich Unternehmen mit Dumpinglöhnen so gut eingerichtet, dass sie von Mindestlohn nichts wissen wollen. Sie glauben noch immer an das alte Märchen, dass Mindestlöhne Jobs vernichten. Warum das nicht stimmt, Anke Becker-Wenzel und Joe Sperling. Ziedek reinigt Büros. Ein klassischer Niedriglohnjob. Immerhin verdient sie rund 1.300 Euro brutto, denn in ihrer Branche gilt ein gesetzlicher Mindestlohn. Was für einen Stundenlohn verdienen Sie denn? 8,40 Euro. Und können Sie davon leben? Es geht, wenn man sparsam ist und mit seinem Geld gut umgehen kann, kann man damit gut leben. Sie brauchen aber nicht aufstocken? Nee, Gott sei Dank nicht. Auch ihr Chef sieht nach jahrelanger Erfahrung nur Vorteile durch den Mindestlohn, denn der schützt vor Dumpingkonkurrenz. Da wird die Qualität nicht über den Preis, über den Stundenlohn ermittelt, sondern über die Qualität der Dienstleistung, die wir erbringen. Ansonsten würde sich alles über den Lohn abspielen. Also wenn es keinen Mindestlohn geben würde, keinen Branchenmindestlohn geben würde, könnte frei verhandelter Lohn nehmen und dann würden Firmen zu 3, 4, 5 Euro Angebote machen, ich meine Aufträge verlieren und insofern wird es dann sehr schwierig werden für uns. In der Gebäudereinigung, wie bei Sabine Ziedek, gilt der Mindestlohn nur für eine begrenzte Laufzeit. Nach dem sogenannten Entsendegesetz wird er Branche für Branche von den Tarifparteien ausgehandelt und muss politisch abgesegnet werden. Ein monatelanger bürokratischer Prozess. Einfacher wäre ein gesetzlicher Mindestlohn für alle Branchen, sagen selbst Arbeitgeber. Der Branchenlohn ist ein erster erfolgreicher Schritt in die richtige Richtung. Ich halte den gesetzlichen branchenübergreifenden Mindestlohn auch für unerlässlich, weil er wettbewerbsneutral ist, leichter zu kontrollieren ist und unsere Sozialkassen schont. Und das sagen Sie als Arbeitgeber? Ja, wir sind davon überzeugt. Wir haben seit 2007 einen Mindestlohn und davor allgemeinverbindliche Tarifverträge und haben nur positive Erfahrungen damit gemacht. Bei der Pflege, im Baugewerbe, bei Malern und Lackierern, in derzeit 9 Branchen gilt schon ein Mindestlohn. Für die Zeitarbeitsbranche fordert den auch Arbeitgeberpräsident Dieter Hund, sonst kategorisch gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Seine Befürchtung, andernfalls dränge ab Mai nächsten Jahres die Billigkonkurrenz aus dem Osten zu Dumpinglöhnen auf den Markt. Der Gesetzgeber sollte in jedem Fall noch in diesem Jahr eine entsprechende Regelung schaffen, die im Ergebnis sicherstellt, dass die in Deutschland geltenden Mindestlöhne nicht in einer Weise unterlaufen werden können, die das sinnvolle und wichtige Instrument der Zeitarbeit diskreditieren. Während in Deutschland jede Branche mühsam einzeln verhandelt, haben 25 von 27 EU-Nachbarn bereits den gesetzlichen Mindestlohn. Und der ist in den vergangenen Jahren trotz Wirtschaftskrise stetig gestiegen. Zum Beispiel in Luxemburg auf 9,73 Euro. In Frankreich auf 8,82 Euro, in Irland auf 8,65 Euro, in den Niederlanden auf 8,58 Euro, in Belgien auf 8,41 Euro. Wir sind die absolute Ausnahme und wir leisten uns in großem Maße sittenwidrige Löhne. Und das entspricht eigentlich überhaupt nicht dem Selbstbild der Deutschen und auch nicht dem Bild, das der Rest von Europa von der ausgeglichenen sozialen Marktwirtschaft in Deutschland hat. Wir können uns einen gesetzlichen Mindestlohn nicht leisten, der kostet Arbeitsplätze, heißt es. Musterbeispiel Friseure im Osten. Thomas Kemmerich ist Chef der Friseurkette Masson, FDP-Landtagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher des Friseurverbandes. Höhere Löhne, das bedeutet höhere Preise, sagt er. Und dafür sieht er keine Chance. Auf Ostdeutschland untersucht sind es entweder 40% Preissteigerung, wenn die Kundentätigkeit gleich bleiben sollte. Oder auf der anderen Seite müsste man irgendwas zwischen 25% des Personals freisetzen, weil die Produktivität zurzeit eben 7,50 Euro nicht entsprechen würde. Er zahlt Lohn nach einem Tarifvertrag, den er vor 15 Jahren als Innungsvertreter mitvereinbart hat, damals noch in D-Mark. Heute sind das umgerechnet zwischen 3,81 Euro und 3,89 Euro pro Stunde, brutto plus Provision. 3,81 Euro ist ein gerechter Lohn? In der Bundesrepublik im Jahr 2010. Ab welchem Lohn würden Sie denn das Wort gerecht verwenden für eine Lohnzahlung? Wenn ich mal zurückgeben darf. Wie gesagt, auch ein Familienvater, der
1.500 Euro heute brutto verdient, kann seine Familie davon nicht ernähren. Die Diskussionen gehen in die falsche Richtung. Wir müssen Produktivität und Lohnzahlungen in Einklang stellen. Das andere ist natürlich, dass wir jedem Menschen in Deutschland dann lebensfähige Umstände gewähren wollen. Und dafür stehen wir, gar keine Frage. Aber Ihre Angestellten können doch von dem Lohn nicht leben. Meine Angestellten müssen aber leider davon leben, was die Kunden uns hier in die Kasse geben. Und nicht, was wir politisch festlegen und gerecht oder nicht gerecht finden. Ich gehe davon aus, dass kleine und mittelständische Betriebe 8,50 Euro die Stunde zahlen können. Das wird natürlich dazu führen, dass die Friseurdienstleistungen etwas teurer werden. Aber das wiederum wird nicht dazu führen, dass sich plötzlich die Erfurter oder die Stadtbevölkerung von Gera die Haare in Krakau schneiden lässt. Man muss dann etwas tiefer in die Tasche greifen, aber das ist auch gerechtfertigt. Deutschlands Arbeitgeber halten an Irrtümern fest, die in anderen europäischen Ländern von der Realität längst widerlegt wurden, sagen Experten. Ich glaube, dass im Arbeitgeberlager und auch im politischen Lager dann noch alte ideologische Überzeugungen vorherrschen, die allerdings auf Annahmen beruhen, die in der Empirie, also in der realen Welt, nicht mehr zutreffen. Das sehen wir ja in Großbritannien und den USA. Beispiel Großbritannien. Nach ähnlichen Debatten wie in Deutschland gilt dort seit über 10 Jahren ein gesetzlicher Mindestlohn, auch für die Friseurbranche. Carrie Woodfield verdient mindestens 6,75 Euro pro Stunde, mit Bonuszahlungen noch mehr. Ja, ich finde den Mindestlohn gut, denn er setzt eine Untergrenze. Das ist ein Lohn, den jeder verdient, aber du kannst mehr verdienen, wenn du dich anstrengst. Der Ökonom David Norgrove ist Vorsitzender der Low Pay Commission, die regelmäßig die Höhe der britischen Mindestlöhne festlegt. Anfangs skeptisch befürwortet er heute den Mindestlohn. Nein, der Mindestlohn war kein Fehler. Zuerst dachte ich das, als er 97 eingeführt wurde. Ich war dagegen, dachte, das kostet Arbeitsplätze. Aber es war nicht so. Der Mindestlohn hat den Ärmsten der Gesellschaft geholfen. Denn durch den Mindestlohn sind, entgegen der Befürchtungen, keine Jobs verloren gegangen. Im Gegenteil. Nicht nur bei den Friseuren hat es Zuwachs gegeben, sondern auch in Branchen, bei denen hierzulande noch gestritten wird. Mit Mindestlohn gab es Jobzuwächse bei Wach- und Sicherheitsleistungen plus rund 23%, im Friseurgewerbe plus rund 14%, bei sozialen Dienstleistungen plus rund 13%, im Hotel- und Gaststättengewerbe plus 12% und im Einzelhandel plus rund 12%. So zahlen westdeutsche Friseurbetriebe längst Löhne in Höhe eines gesetzlichen Mindestlohns und darüber. Jessica und Vera, die Angestellten des Kölner Friseurmeisters Harald Esser, verdienen tariflich vereinbart 8,68 Euro die Stunde plus Provision. Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen keinen Mindestlohn. Wir haben eine tarifliche Vereinbarung, die ist allgemein verbindlich, liegt weit über dem Mindestlohn und daher ist das für uns kein Thema. Würde auch nicht schaden. Nee, es schadet uns nicht. Auch Sabine Ziedecks Arbeitgeber hat der Mindestlohn nicht geschadet und sie kann wenigstens von ihrem Lohn leben.